Hey ho, ein paar zarte Knaben haben sich die Zeit genommen, mir irgendwelche elenden Fragen mal wieder zu stellen am Ende von Let's Play. Mega Man, Dr. Wily's Rache, nicht Wily Wars, das war was anderes, was ich gerade im Kopf hatte. Und dessen Antworten möchte ich jetzt nun geben. Und zwar hat er angefangen, der Erik Hausmann. Welchen Boss findest du am schwierigsten? Würde sagen, Flash Man. Da kann so viel falsch laufen. Also wenn ich nicht mit vollen Lebenspunkten angehe, es kann trotzdem so viel falsch laufen. Mit drüber springen, das richtige Timing finden, wenn er, oder dass er seinen Flash raushaut, dann am besten irgendwie über ihm sein, nicht unter ihm oder in ihm, mit ihm. Ja, ist nicht einfach. Also da hatte ich, glaube ich, die meisten Probleme beim Üben. Dann der Omega 20736. Ich versuche mich dieses Mal kürzer zu fassen als letztes Mal. Dann sage ich nur eins. Üben! Du hattest gesagt, dass Mega Man mit einem Hund verwandt ist. Erklärt es den Grund, warum Mega Man hier alles in Graustufen sieht? Nein! Dr. Wily hatte sich gedacht, nach seinen, vorhergegangenen drei farblichen Ausflügen auf dem NES, dass er es mal so versucht, dass er seine Umgebung in monochromen Farben, quasi veröffentlicht, mit monochromen Robotern, damit Mega Man, der zarte Blauling, da heraussticht. Aber durch SpongeBob-Spionage-Praktiken... Er hat ja davon erfahren, Dr. Light hat ihm einen Camouflage-Anzug gebaut oder eine Camouflage-Rüstung und deswegen sieht alles so aus, wie es aussieht. Erklärt es den Grund, warum Mega Man... Achso, das hatten wir schon. Wie haben sich die Lampe, der Hund und der Taschenrechner gepaart und dann Mega Man oder Mega Man geboren? Tja, der Hund war in arger Geldnot nachts, hat die Lampe deswegen angemacht und den Taschenrechner benutzt, um herauszufinden, wo er seinen Samen in welcher Samenbank am gewinnbringendsten verkaufen kann. Ja, Dr. Light war zu dieser Zeit noch Veterinär mit Cyborg-Ambitionen, wollte eigentlich einen Roboterhund die Vorstufe von Rush bauen, hat deswegen entsprechende Samen eingekauft, weil er sich keinen dreckigen Hund irgendwie leisten konnte und der Samen besser geklaut werden konnte und deswegen ist Mega Man mit einem Hund verwandt. Irgendwie so ist das, glaube ich, mal passiert. Hat sich Wily nur gebückt, weil Mega Man bei dem Bosskampf kurz davor seine Seife fallen gelassen hat? Nein, Dr. Wily macht Pumping! Macht Liegestütze. Dabei gerät seine Kraft bei dazu over 9000 und deswegen explodiert die gesamte Raumstation und Mega Man muss noch in letzter Sekunde mit seinem komischen Space Shuttle Gröns fliehen. Wie Dr. Wily es auf die Erde geschafft hat, ist eine andere Geschichte, glaube ich. Woher tauchen immer diese unsichtbaren Plattformen auf? Aus dem Nichts. Moment, das muss ich gerade scrollen. Woher hat Mega Man seinen Helm? Hat ihm sein Urgroßvater mit einem extrem großartigen Plot-Twist ausgehändigt, den Capcom rausgeschnitten hat, weil sie dachten, damit könnten sie nicht die Gamer-Gemeinschaft erreichen. Nein! Mega Man ist Vorsitzender des Darth Vader-Fanclubs und deswegen hat er den Polierhelm. Was ist die Philosophie von Goombas? Ei oder Fuß? Und ja, den versteht, glaube ich, auch nur jemand, der irgendwelche anderen FAQs von mir gesehen hat, deswegen nicht wundern, bitte, nicht wundern. Und warum bist du der größte Let's Player der Welt? Das ist eine Lüge. Bin ich nicht. Nicht mal im Ansatz. Nicht mal im CH eines Ansatzes. Auch wenn Mario auf einem CH manchmal auch auf, vor Abgründen oder über Abgründe steht, weil er mit diesem CH noch auf irgendeiner Plattform steht. Ernsthafte Frage. Kann man sich Achso, das sind Rechtschreibfehler. Ja, da sollst du nochmal üben, Omega. Ein Nebenprojekt wünschen. Oder willst du immer selbst die Nebenprojekte aussuchen? Entschuldigung. Ich sag's mal so, aussuchen, wünschen gerne oder Vorschläge unterbreiten. Ich hatte ihm auch so drauf geantwortet. Aber um das Ganze vielleicht mal ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Ich habe einen ziemlich eingeschränkten Spielgeschmack, möchte ich mal sagen. Und dazu kommt, dass ich jetzt aktuell aufgrund meines LPR-Hobbys und Fulltime-Job im Grunde so gut wie gar keine aktuellen Spiele mehr zocke, weil ich dafür einfach keine Zeit habe und auch noch andere Dinge meiner Freizeit erledigen muss. Deswegen ziehe ich es eigentlich vor, Spiele zu spielen, die ich gut kenne. Und das sind meistens irgendwie olle Kamellen oder ältere Kamellen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn man mir irgendwelche Vorschläge macht oder sich Wünsche äußert. Manchmal deckt sich das, meistens nicht. Und manchmal kommen dabei doch so das ein oder andere interessante Projekt bei rum, wo ich vorher nicht gedacht habe. Aber um ehrlich zu sein, die meisten Wünsche oder sowas, die habe ich bis jetzt noch nicht umgesetzt. Da kann ich nichts Großartiges dran machen, weil ich mache jetzt hier keine Kohle mit meinem LP und
Es ist ein Hobby und das muss mir auch Spaß machen. Ich hoffe, das kann man sich einigermaßen, kann man mit leben als Zuschauer. Omega 20 irgendwas hat noch irgendwie das nachgereicht an Frage. Werden meine Ohren jemals von deinem Gesang genesen? Das weiß ich nicht. Spider-Bases. Wenn ich mir Dr. Wilys Frisur ansehe, frage ich mich, ist da jemand Fan von Hayachi Mishima? Keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube, Hayachi Mishima ist eher Fan von Dr. Wily. Wenn das der Tekken-Bruder ist. Mein Tekken kam ja ein bisschen später. Und in was hat er sich eigentlich, in was hat er eigentlich seinen Doktortitel? Sport! Was anderes kommt nicht in Frage bei seinen Liegestützen. Kann man ihm den aberkennen? Fragt Gutenberg. Hat er bei Dr. Eggman abgeschrieben? Keine Ahnung, höchstens seine Kochrezepte oder sowas. Irgendwie Omelette-Rezepte. Und was machen seine Cyborgs eigentlich den ganzen Tag in diesen trostlosen Räumen, wo nichts drinsteht? Tapezieren! Ich bedanke mich! Bis zum nächsten Mal. Oh ja, und vielen, vielen Dank natürlich extra klasse wieder an die schönen Statistiken, die mir der Sean Michaels Fan 7 gemacht hat. Bedanke mich. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.